Sache. Wahrscheinlich hast du recht. Schimmer, Leute, schön, dass ihr am Start seid und willkommen zurück zu diesem Gothic Let's Play. Ja, ich hatte eine Abstimmung gemacht, welchem Lager wir uns nun anschließen wollen. Und es war eine sehr, sehr knappe Kiste. Es haben viele Leute mit abgestimmt. Und am Ende hat knapp die Bruderschaft des Schläfers gewonnen. Also wirklich super knapp. Und außerdem habe ich ja noch gefragt, wie lange ihr die Folgen haben wollt, weil ich mir da ja nicht so ganz sicher war. Und die meisten Leute waren tatsächlich für 45 Minuten Folgen. Deswegen machen wir 45 Minuten Folgen. Ja, damit ist alles Organisatorische gesagt. Und jetzt wollten wir neue Seelen für die Bruderschaft besorgen, also den Kollegen da oben. Den werden wir gleich mitnehmen und zum Sumpflager führen. Und ich wollte mir ein paar Dietriche besorgen, damit ich die ganzen Truhen knacken kann und so, ne? Zeig mir deine Ware. So, packen wir uns mal direkt ein paar ein. Weiß nicht, können wir uns sogar alle leisten? Ich hole mal 10 Stück. Ich weiß gar nicht, ist das hier... Ja, ich verkaufe einfach so eine Axt. Ich habe davon ja mehrere. Ja, pass auf, dann hol ich alle. So, jetzt packe ich mal ein bisschen Erz mit dazu. Wie ging das denn nochmal schneller? So. Lass dich auf jemanden und die Wissen verlassen, das ist eben so. Perfekt. Jetzt haben wir... Hat's geklappt? 20 Dietriche. Ich habe noch ein paar Flügel, die verkaufe ich ihm auch nochmal. So, die brauche ich ja alle nicht. Und noch so ein bisschen Krempel könnte ich ihm eigentlich auch noch verticken, ne? Aber der hat halt dann auch kein Erz mehr. Immer wieder dieselbe Leier. Und seine Waffen sind doch, glaube ich, alle eher scheiße. Buddlerzucht könnte ein bisschen besser sein als unsere Waffe, aber es macht nicht so viel Sinn. So, dann packe ich da noch. So, dann ist es gleich. So, jetzt haben wir 380 Erz, das ist doch schon mal nicht schlecht. Und die Prüfung des Vertrauens könnten wir natürlich schon mal machen, allerdings hätte ich dafür ganz gerne schon die Rüstung. Ich schau mal, vielleicht haben wir noch Lernpunkte? Wir haben Lernpunkte, vielleicht gehen wir kurz zu Kavalon und lernen Schleichen, das ist glaube ich eine gute Idee. Dafür muss ich, aus welchem Tor, ist es egal aus welchem Tor ich rausgehe. Ich statte mal Kavalon einen Besuch ab. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Auf dem Weg vielleicht noch ein, zwei Scavenger aus dem Weg räumen. Ein bisschen was einsammeln. Weil ich glaube, sonst kann ich hier nicht einfach so ohne weiteres in die Hütten reingehen, oder? Ich höre nicht mehr auf das. Immer wieder dieselbe Lage. Das bekommt doch irgendwer mit, sonst oder nicht? Das wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Lass uns lieber. So, ein bisschen Stuff ist hier ja drin. Okay. Okay. Das hat keiner gemerkt. Es war aber, glaube ich, eher eine Ausnahme, eher ein Glücksfall. Was wir aber noch machen können, ist hier in diesen Turm reinlaufen. Weil hier kann man, glaube ich, auch... Lass dich auf jemanden und du bist verlassen. Lass uns lieber los. Ja, okay. Immerhin ein Heiltrank. Da kann man nicht meckern, ne? So, und jetzt gehen wir mal einmal zu Kavalon. Ich weiß auch nicht, ob der Erz haben will dafür, dass man ihm was bei... dass er uns was beibringt. Das werden wir dann sehen. Aber dann können wir schon mal schleichen und dann können wir uns ein bisschen mehr Erz besorgen. Damit wir eine nice Rüstung haben. Theoretisch könnte ich auch zum neuen Lager laufen und mir da diese leichte Buddler, also Schürferkleidung da besorgen.
Aber, ja, nee, ich glaube, ich hole mir die dicke Butlerhose. Das ist, glaube ich, besser. Die kostet zwar Geld, aber das ist eine gute Investition für die Zukunft, würde ich sagen. Aber erstmal jagen wir ein paar Scavenger. Das klappt doch wie am Schnürchen. Super. Perfekt. Ich überlege gerade, war hier oben irgendwas? Also ich weiß, dass es irgendwo eine Höhle gibt, wo jemand sich so versteckt. Ich weiß aber nicht mehr, ob das hier war. Aber generell ist es ja immer eine ganz gute Idee. Ja, hier ist er doch. Der Gilbert, hallo. Was machst du denn hier? Hab nicht oft Besuch hier oben. War eine gute Leistung von dir, mein Versteck zu finden. Was machst du hier? Ich hatte die Schnauze voll vom alten Lager, hatte Ärger mit Gomez' Leuten. Ist aber schon eine Weile her. Schätze, jetzt kräht kein Hahn mehr danach. Aber ich bleibe hier. Im alten Lager rennen mir zu viele Schwachköpfe rum. Mach, was du machen willst, Gilbert. Aber dein Zeug nehme ich trotzdem an mich. Dein Zeug nehme ich mal an mich. Ja, der Typ hat einfach, ne? Der hat einfach keinen Bock mehr. Was ist da oben? Ich glaube nichts mehr. Er hat einfach keine Lust mehr auf die Machenschaften der Erzbarone. Kann ich auch sehr verstehen. Und wie wir ja jetzt beschlossen haben, werden auch wir uns nicht Gomez-Leuten anschließen. Sondern wir werden zu einem verblendeten Sektenspinner. Ja, mal gucken, wie sich das alles so entwickelt. Aber es ist echt lange her, dass ich das gespielt habe sowieso. Und also ich glaube, ich habe es auch damals als Gardist gespielt. Das ist halt echt schon mehrere Jahre her. Deswegen erinnere ich mich jetzt nicht mehr so ganz genau. Aber ich meine, ich war Gardist. Und davor habe ich bestimmt auch mal als Söldner gespielt. Ja. Aber diesmal werden wir Templer. Und das ist ja auch ein guter Weg. Stufe gestiegen. Super geil. Sehr schön. Jetzt sind wir Stufe 4, 20 Lernpunkte. Da kann man auf jeden Fall ein paar Lernpunkte investieren. Ins Schleichen und danach vielleicht noch mal ein bisschen was in Stärke oder so. Oh nein, das wollte ich nicht. Okay. Gut, also die Goblins habe ich noch ein bisschen unterschätzt. Ich weiß nicht, einen schaffe ich, glaube ich. War ja auch nicht mal Full Life. Snack ein paar Waldbeeren. Altes Schwert, noch mehr Waldbeeren. Ja, das Problem bei Goblins ist immer, die wuseln ja immer so um einen rum. Ja, guck, der ruft direkt seinen Kollegen. Das ist scheiße. Also zwei schaffe ich, glaube ich, nicht. Okay. Okay, gut. Okay. Der macht schon viel Schaden, aber der hat halt eine sehr geringe Range. Also ich kann ihn gut auf Distanz halten. Ich glaube, wenn ich das so mache, kann ich das hinbekommen.
So, da vorne ist auch schon Kavalorn. Unser Freund. Nein! Nein! Kavalorn! Verdammt. Ja, das ist aber auch richtig uncool, wenn Kavalorn da jetzt auf einmal mit angreift. Das ist nämlich meins. Meine XP. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Na gut. Die paar Erfahrungspunkte, die lasse ich ihm durchgehen. So, pflücken wir hier noch ein paar Äpfel. Oder sammeln sie viel mehr vom Boden auf. Dann reden wir mal mit dem Guten, ne? Aber hier sind noch ein paar Fleischpflanzen. Lasst euch von ihrem Aussehen nicht täuschen. Gekocht sind sie lecker. So. Was machst du hier draußen? Ich bin Jäger. Ich jage vor allem Scavenger. Woher bekomme ich einen Bogen? Von mir. Ich verkaufe die besten Bögen des alten Lagers. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Schleichen. Ich will lernen, mich lautlos zu bewegen. Gute Entscheidung. Das ist vor allem wichtig, wenn du in Hütten eindringen willst oder dich von hinten an jemanden anschleichst. Wenn du tief nach unten gehst, hast du den Boden besser im Blick und deinen Körper besser unter Kontrolle. Aber in dieser Haltung wirst du natürlich sofort bemerkt. Also, lass dich von keinem hier beim Schleichen sehen. Beachte das, was ich dir sage und vor allem, lass dich nie erwischen. Sehr gut. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Den Dietrich, den nehme ich mal mit. Also ich verkaufe dem, glaube ich, ein bisschen was von meinem Krempel hier. So ein bisschen Rohstahl, ne? So. Jetzt pass mir mal dein ganzes Erz. Und, ja. Alter, diese, das ist richtig broken. So. Ein bisschen Krempel habe ich ja noch. Super. So, jetzt haben wir genug Erz für unsere Rüstung zusammen. Ich möchte mal kurz gucken, ob der meckert, wenn ich hier in seine Truhe gehe. Nee, das juckt ihn überhaupt nicht. Kavalons Schlüssel. Wieso hat er einen Schlüssel? Wofür? Dieser Schlüssel etwa hier für seinen, für seine Garage, für seinen, für seine Abstellkammer, scheint so, ne? Eine Spruchrolle, liegt hier doch einiges. Woher bekomme ich einen Bogen? Bei mir, in meinem Lagerhaus. Alter, du kannst hier wirklich schnell, kommst wirklich schnell an Kohle, wenn du so ein bisschen weißt, wo du suchen musst. Da kann man echt überhaupt nicht meckern. Feuerpfeil. Vor allem, weil diese Truhe ja nicht mal verschlossen war mit seinem Schlüssel drin. Ne? Das bedeutet, da kann jeder einfach ran. Und im Prinzip einfach da einbrechen dann. Also was heißt einbrechen? Das ist einfach aufschließen dann sozusagen. So, da oben gehen wir später hin. Wir müssen ja eh bald zum neuen Lager noch. Denn ich werde mich auf gar keinen Fall dem Sumpflager anschließen, ohne vorher überall ordentlich Missionen zu machen. Weil sonst geht einem ja eine Menge Erfahrung durch die Lappen. Hier liegt noch ein bisschen Stuff rum. Eine Spitzhacke, schon wieder so ein Becher. Und da sind Snapper. Gut, von denen halten wir uns jetzt erstmal noch fern. Die sind mir alleine noch ein bisschen zu gefährlich.
Dann holen wir uns jetzt unsere Rüstung. Die schwere Butlerhose. Und danach, genug Dietriche haben wir ja jetzt. Können wir eigentlich wieder zurück zur Sekte gehen. Und dann schnappen wir uns einmal Dusty. Und gehen mit dem zurück, holen dieses Rezept für Dexter. Und ja, und ich glaube, danach können wir uns mal ins neue Lager begeben. Aber eins nach dem anderen. So. Hier sind noch ein paar More Rats. Die können wir auch noch schnell machen. Also was ich an Gothic sehr, sehr liebe, ist einfach, dass man wirklich den Fortschritt merkt. Ne? Also man investiert so ein bisschen man investiert so ein bisschen Lernpunkte und man merkt sofort, der Charakter ist direkt merkbar stärker geworden oder besser geworden. Also es ist schon mit den verschiedenen Kampfanimationen und sowas ist schon echt cool. Das war ja auch seinerzeit sehr innovativ. So, 10 Stärke. Ja, wir gehen auf Stärke als nächstes. Ein paar Punkte in Stärke investieren. Dann können wir nochmal kurz mit Diego quatschen und fragen, wie es so aussieht mit dem Ansehen im Lager. Und ja, die Prüfung des Vertrauens natürlich noch machen. Ich weiß gar nicht, ob wir die abschließen können, diese Prüfung. Ja, eigentlich können wir die für irgendwen abschließen, ne? Für irgendeines der Lager. Oder ist das dann direkt schon Aufnahme? Das ist halt die große Frage. Der Mordrag, der führt uns ja bestimmt nachher noch dahin, ins neue Lager. Solange ich damit nichts zu tun habe, in seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. So, wo ist Fisk? Hier ist Fisk. Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Oh ja. Gib mir die Butlerhose. Eine gute Wahl. Aber eins für dich, man muss ja nicht gleich jeder wissen. So, sehr schön. Eine schöne, bequeme Hose. Und jetzt sind wir schon mal ein bisschen besser geschützt hier. Weil, why not? Jetzt noch ein bisschen in Stärke investieren, ein paar Punkte. Dann können wir auch eine unserer Äxte, die wir da gefunden haben, ausrüsten. Also. Und dann ist das alle doch Chico, soweit. So. Bravo, my boy. Aber ich möchte einmal zu Diego. Da ist er. Hallo, Diego. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Stärke. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Skatty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Aber dass du den Mumm gehabt hast, gegen Karim anzutreten, hat ihm imponiert. Obwohl du verloren hast. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Fingers sagt, du hättest was gelernt. Er denkt, du wirst noch um einiges besser werden. Mit Dexter muss ich noch ein ernstes Wörtchen reden. Er benutzt dich für seine eigenen Geschäfte. Aber es gibt keine Regeln für die Probe. Wenn du das schaffst, bist du einen großen Schritt weiter. Alles in allem schon nicht so schlecht für einen Neuen. Super. Mach's gut. Perfekt. So, jetzt haben wir eine Waffe, die 29 Schaden macht im Vergleich zu vorher 13 Schaden. Das ist sehr, sehr nice. Schmeckt.
Ich würde sagen, es ist ja jetzt schon 19 Uhr. Dann machen wir vielleicht ein paar Schritte in Richtung unserer Hütte. Und legen uns da einmal kurz hin. Schlafen uns aus. Und dann schauen wir mal, was der nächste Tag so bringt, ne? Obwohl man natürlich auch nachts mal durch die Kolonie ziehen könnte. Ist halt auch sehr atmosphärisch. Sehr gemütlich. Aber tagsüber hört man im alten Lager diese schöne Musik. Ich liebe die. Das ist ein ikonischer Soundtrack, wirklich. Das ist... Das trägt so unfassbar viel zur Atmosphäre bei und, weiß nicht, das ist einfach unvergesslich. Also ich hoffe, das wird auch im Remake gut aufgegriffen. Ich meine sogar auch im Showcase-Trailer hat man schon so ein bisschen so eine Neuinterpretation der Musik vom alten Lager gehört. Ich erinnere mich gerade nicht mehr genau dran. Aber bisher bin ich wirklich positiv überrascht und auch mittlerweile auch relativ sicher, dass das eine gute Sache werden kann mit dem Remake. Also am Ende wird man es sehen. Man weiß es ja immer nicht vorher, aber mein Bauchgefühl sagt mir, das ist ganz gut. So. Dann schnappen wir uns jetzt Dusty. Haben wir noch genug Erz, um ihn durchzubringen? Haben wir. Das sollte kein Problem sein. So, Dusty, pack deine Sachen zusammen, wir gehen. Ich war am Lager der Sekte und habe Melvin getroffen. Und? Was sagt er? Es gefällt ihm anscheinend besser, als sich von den Gardisten schikanieren zu lassen. Hey Mann, er hat den ganzen Spaß ohne mich? Ich muss dahin. Aber ich komme nie aus dem Lager raus. So? Warum nicht? Die Gardisten haben spitz gekriegt, dass ich mich verdrücken will. Schätze, ich habe zu viel geredet. Ich bräuchte mindestens 100 Erz, um die Wachen zu bestechen. Was wäre, wenn ich dir die 100 Erz für die Wachen geben würde? Das würdest du tun? Warum? Nun, sagen wir mal, du bist nicht der Einzige, der dein dummes Grinsen gerne im Sektenlager sehen würde. Soll das heißen, du willst mit mir dahin gehen? Ich werde mit dir zum Sektenlager gehen. Gut, Mann, ich bin bereit. Wir können los, sobald du soweit bist. Aber vergiss nicht, wir brauchen 100 Erz für die Wachen. Ich bin bereit. Lass uns gehen. Okay. Lass uns durchs Südtor gehen. Auf keinen Fall durchs Nordtor. Die Wachen dort lassen sich garantiert nicht bestechen. Und die Sache mit dem Erz regelst du am besten. Ich bin nicht sehr gut in sowas. Gut. Also los. So. Dann wollen wir mal, ne? Ja, ich misstraue immer in Gothic so ein bisschen der Wegefindung von so NPCs, die einem folgen. Manchmal bleiben die irgendwo hängen. Dann laufen die so an irgendeiner Hausecke Ewigkeiten lang. Dann kommen die da nicht mit. Na komm. Ja, siehst du, das meine ich. So, ab geht's. Halt! Wo soll's denn mit unserem Freund hier hingehen? Wir machen einen kleinen Spaziergang. Hier sind 100 Erz. Ich habe nichts gesehen. Perfekt. So, Dusty. Dann komm mal ran hier auf den Meter. Wir laufen. Zackig. Ich speichere mal kurz, nicht, dass der mir gleich hier verreckt. Irgendwo, dass der irgendwo hier, weiß nicht, einen Wolf antriggert oder so, oder keine Ahnung, er verheddert sich hier an dieser Brücke, fällt runter und ertrinkt einfach. Das wäre so ein richtiger Fail. Aber bei Dusty weiß man nie. Ich bin mir auch sehr sicher, solche Quests haben am Anfang, als das Spiel noch relativ neu war und es vielleicht noch nicht so gepatcht war und so, haben bestimmt teilweise nicht richtig funktioniert. Und dann konntest du die Mission einfach nicht machen. Und in Gothic 1 ist es ja anders als in Gothic 2.
Da ist es ein bisschen linearer. Es gibt nicht so krass viele Quests. Vor allem im späteren Verlauf des Spiels. Also im ersten Kapitel hast du ja noch relativ viel Auswahl durch die drei Lager und so. Aber später ist es ja schon sehr linear, das Spiel. Und wenn du dann irgendwelche Quests hast, die du nicht lösen kannst, weil sie einfach technisch nicht, ja, weil es technisch nicht geht sozusagen, dann ist das schon ärgerlich. Aber ich glaube, das ist trotzdem im Großen und Ganzen eher eine Ausnahme. Also meistens funktioniert es ja. Ach ja. Kann es auch sein, dass ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen schneller als er. Also eigentlich laufen ja alle Charaktere ungefähr gleich schnell. Also ich glaube, die laufen exakt gleich schnell alle. Aber irgendwie kommt es mir so vor, als würde er immer weiter zurückfallen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass er irgendwie, weiß nicht, öfter nach links und rechts ausschwenkt so und dass er deswegen nicht so schnell vorankommt sozusagen. Yes. Gut. Na, kommst du? Komm. So, rein mit dir hier. Jetzt muss man aufpassen, dass er hier nicht runterfällt. Der Bro. Das, wenn ich jetzt schon sehe, wie der sich hier bewegt, ne? Hm, sowas meine ich. So, kommst du jetzt? Was ist jetzt hier los mit dir? Komm. Wir gehen direkt zu dem Guru. Oder ich weiß nicht, vielleicht, ich rede mal mit Melvin. Vielleicht. Okay, den juckt es überhaupt gar nicht, dass die da ist. Dann bringen wir den direkt zu dem anderen Guru. Man muss eben auf. Dusty. Alter, wie wirklich? Wie so ein kleines Kind. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Komm jetzt. Man muss eben aufpassen, was man rum erzählt. Genau gegenüber ist das, glaube ich, ne? Aber Hals füllen. Yes, da ist er. Ball. Wer ist das? Ball Tondral, Ball Namib. Ich hab keinen Plan. So, bist du da oder was? Komm jetzt. Komm hier hin. Hier hin. Ich habe hier jemanden, der dich kennenlernen möchte, Meister. Wen bringst du zu mir? Ist er würdig? Er bedarf sicherlich noch eurer geistigen Führung, Meister. Gut. Von heute an soll er zu meinen Schülern zählen. Von heute an wirst du dich täglich vor meiner Hütte einfinden und meinen Worten lauschen. Deine Seele ist noch zu retten. Ja, der hat ihn jetzt direkt angesprochen. Toll, Dusty musste einfach nichts dafür tun. Der Guru hat direkt mit ihm geredet. Meister, ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich brauche eure Stimme. Du hast dich als würdig erwiesen. Kor Kalom soll dir die Robe geben. Die Robe. So, hey, Dusty. Bro. Okay. Gut, Dusty hat sich hier, zurechtgefunden sozusagen. Ist angekommen. Jetzt wurde ich von so einem Templer hier irgendwann dieses Kackbecken gestoßen. Ich hole mir jetzt das Rezept von Hardcore Kalom. Und ich würde gerne wissen, ich meine, vielleicht ist es ja in der Truhe. Aber wir brauchen unbedingt einen Schlafzauber. Und ich weiß nicht mehr, wie man den kriegt. Also ich weiß es nicht mehr so ganz exakt. Diese Truhe kann ich nicht knacken. In beide Richtungen funktioniert der Dietrich nicht.
Kaloms Rezept. Okay, super. Aber warum kann ich diese Truhe nicht knacken? Also ist das, hat das irgendwie was mit der... Also nach rechts bricht er ab. Nach links sagt er wieder von vorne. Das heißt, ich kann diese Truhe nicht öffnen. Jetzt speichere ich mal. Ich will nur mal so kurz zwischenwissen. Was willst du? Ich glaube, ich habe die Baals überzeugt. Baal Namib ist überzeugt, dass ich ein wahrer Anhänger des Glaubens bin. Und? Baal Tondral sagt, ich soll die Robe erhalten. Ich habe einen neuen Schüler zu ihm geführt. Okay. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Das funktioniert noch nicht. Okay, ich brauche diesen Schlafzauber. Habe ich irgendwas an Zaubern schon? Magie, Licht und Feuerfall, ja gut. Ich habe halt so gar keinen Plan, wie ich da rankomme. Also wenn der Typ selber diese Magie verkauft, dann komme ich ja nicht ran, wenn er nicht mit mir redet. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Wir lernen eben gar nichts dazu. Der hat auch nichts am Start. Ich verkaufe ihm so ein bisschen Rohstahl, ein paar Klingen. Alter, die sind viel zu viel wert. Diese Klingen. An der Geschichte muss man mal so. 187. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. 5. 87, so. Solange ich damit nichts zu tun habe. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen. Gut. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern. Das hat doch super geklappt. Jetzt brauche ich das. Ja, genau. Das Rezept. Das habe ich ja jetzt. Das bringe ich dann. Manche lernen eben Digi Dexter. Ich muss diesen Schlafzauber bekommen. Wo kriege ich diesen verdammten Schlafzauber nochmal her? Ich kann ihn ja jetzt schlecht ansprechen. Oder also, was passiert, wenn ich ihn anspreche? Nichts. Der wird ja nur rumatmen, wenn ich jetzt mit ihm rede. Und auch der andere Guru da vorne, der am Tempelplatz ist, wie ich den überzeuge, boah, übelst kein Plan. Ja, wie mache ich denn das? Kann ich jetzt nochmal mit Melvin reden? Wie kann ich die Gurus beeindrucken? Baal Kadar unterrichtet die Novizen in der Magie des Schläfers. Wenn du seine Aufmerksamkeit willst, wende Magie an. Aber blas ihm keine Windfaust um die Ohren. Versetze einen seiner Zuhörer in Schlaf oder sowas. Baal Namib vorne am Haupttor ist einer der harten Brocken. Ich denke, bei ihm kann dir Lester helfen. Sprich ihn drauf an, wenn sein Meister gerade nicht dabei ist. Die anderen Gurus sind eigentlich ganz in Ordnung. Versuch dich einfach nützlich zu machen. Danke für die Tipps. Hey, eine Hand wäscht die andere. Wie komme ich an die Magie des Schläfers? Baal Kadar verkauft Runen und Spruchrollen. Aber das nützt er ja nicht viel, wenn er nicht mit dir redet, richtig? Vielleicht kann einer der anderen Gurus dir helfen. Konnte man nicht irgendwem Sumpfkraut geben? Und dann gibt er dir dafür eine Spruchrolle? War das nicht irgendwie so? Ich weiß es einfach nicht mehr, ey. Novize, 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 Novize. Balthyon. Ich höre nicht mehr auf das Gefühl. Talas hat nichts zu sagen, die anderen sind auch nur Novizen. Im Sumpf, also auf der Sumpfkrautfarm, draußen im Sumpf, da war ich ja schon. Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ja, gut. Der Schläfer möge dich behüten. Was mit ihm nochmal hier?
Balnamip habe ich überzeugt. Habe ich Balnamip überhaupt überzeugt? Ja, doch habe ich. Ja, ich bin ein wahrer Anhänger des Glaubens, weil ich ja mit Lester geredet habe drüber. Und ihn hier, den anderen, dem ich die Novizen gebracht habe, den habe ich auch überzeugt. Aber was ist mit ihm hier eigentlich? Du hast unsere Sammler verteidigt. Damit hast du nicht nur bewiesen, dass du auf unserer Seite stehst. Du hast dich auch als würdiger Diener des Schläfers erwiesen. Du bist meiner Meinung nach bereit, die Robe eines Novizen zu tragen. Ich habe Korkalom das Sumpfkraut gebracht. Daran hast du gut getan. Ich habe eine kleine Belohnung für deine Mühen. Hier, nimm es. Es ist ein magischer Schlafzauber. Ah. Du kannst ihn nur einmal verwenden, aber er wird dir hoffentlich gute Dienste leisten. Wie läuft die Krautproduktion? Wir belasten jeden Mann bis ans Äußerste, um genug für uns und den Handel mit den anderen Lagern herzustellen. Aber es ist ein Opfer für den Schläfer. Und so bringen es die Novizen gerne. Boah, ich glaube, Bal-Uhun ist, glaube ich... Ich glaube, das ist so einer von... Das ist so ein toxischer Chef. Wisst ihr? Also so, ich glaube, wenn ihr irgendwann mal... Wenn ihr in so einer Firma arbeitet und Bal-Uhun sitzt auf einmal dann so als... Als Chef euch so gegenüber... Fangt er nicht an. Ich glaube, das ist so, ja... Die Novizen, die Azubis, die bringen dieses Opfer gerne. Die machen das gerne. So richtig, richtige Ausbeute. Hey, aber dafür gibt es eine Wasserflatrate. Und einen Obstkorb. Ist das nichts, ne? So, jetzt... Wird einer dieser... dieser Schläfer, wollte ich sagen. Einer dieser Novizen hier. Wird jetzt erstmal ein Nickerchen halten. Was tust du? Ich versuche hier gerade mit meinen Schülern zu meditieren. Wer hat dir beigebracht, die Magie des Schläfers zu wirken? Niemand. Es war ganz leicht. Du scheinst ein sehr gelehriger Schüler zu sein. Ich werde dich unterrichten. Ich will lernen, die Kraft meiner Magie zu steigern. Die Kraft deines Geistes ist der Schlüssel dazu. Was war denn das? Der arme Typ ist auch völlig lost jetzt. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Was hat denn der Typ so? Ring. Windfaust, Lichtheilung, Windfaust. Kreis 2. Ein bisschen Water. Übersicht, Sumpflager, aber ja, brauche ich alles nicht. Die Blutfliegen. Ich weiß nicht, ob das ein Buch ist, was uns irgendwie einen Bonus gibt oder so. Aber ich lasse es erstmal. Okay, cool. Ich glaube, jetzt haben wir bis auf den ganz vorne, den einen Bre, haben wir jetzt, glaube ich, alle Gurus überzeugt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also vor allem bei dem habe ich wirklich so gar keinen Plan. Ich wusste, dass wir, ne, dass wir irgendwie eine Mission erfüllen müssen und dann kriegen wir diesen Schlafzauber. Okay, das hat jetzt gut geklappt. Hat sich ja dann jetzt im Prinzip selbst erledigt. Aber wie man jetzt ihn hier bei Türen, wie man den jetzt zum Reden kriegt, ich habe keinen Plan. Wie war das denn nochmal? Das ist so lange her, ich erinnere mich nicht. Oder war das über, war der überhaupt einer von denen, die man überzeugen muss? Oder war der erst später relevant irgendwie? Ich weiß es halt echt nicht mehr. Ob das irgendwas mit diesem Mindcrawler-Sekret dann später auf sich hat oder so. Ich, keine Ahnung. Okay. Bevor ich jetzt hier, keine Ahnung, überlege und dann nicht drauf komme und sowas, gehe ich einfach nochmal zurück ins alte Lager, bringe Dexter das Rezept. Und dann gehe ich, glaube ich, erstmal zur zum neuen Lager. Oder zur alten Mine. Aber ich glaube, diese Liste, wen man diese Liste bringt, ist im Endeffekt egal. Ich weiß nicht, ob es da irgendwo mehr oder weniger Erfahrungspunkte gibt für. Also ob jetzt zum Beispiel
ob man jetzt im alten Lager irgendwie 500 bekommt, ob im neuen Lager nur 400 oder so, keine Ahnung. Aber solange diese Liste, das Abgeben dieser Liste nicht irgendwie die Aufnahme selbst triggert, kann ich das ja machen, wo ich will, weil ich ja sowieso zum Sumpflager gehe. Und dem alten Lager kann ich mich ja eh nur anschließen, wenn ich mit Gomez rede. Und solange ich das nicht tue. Solange ich das nicht tue, bin ich auch kein Mitglied des alten Lagers. So, ich versuche jetzt nochmal einen Varan hier umzuscheppern. Allerdings bitte nur einen. Nur einen. Ja, den da. Boah, die sind immer so todschnell. Alter. Ey, das hat so viel besser geklappt als letztes Mal. Der macht zwar immer noch gut Schaden, aber jetzt sind die nicht mehr ganz so krass gefährlich. Nein, er hat ihn nicht abgepassiert. Boah. Schnell zwischenspeichern. Easy going. Sehr schön. So, ich heile mich kurz mal hoch. Habe ich hier irgendwas, was hier halbwegs schnell Lebensenergie hochpusht? Ja, so ein bisschen Blauflieder. Gut. Sehr schön. Das hat doch wunderbar geklappt mit diesem Varan. Alter, ich bin echt überrascht. Das macht schon echt einen großen Unterschied. Ob man ein bisschen in Stärke investiert hat, ein bisschen eine etwas bessere Waffe hat und so, das merkt man hier in Gothic 1 sehr, sehr schnell, finde ich. Viel schneller als in Gothic 2. Aber in Gothic 2, vor allem mit Nacht des Raben, hast du ja auch sehr viel mehr Waffen mit einer sehr viel feineren Unterstufung sozusagen. Also die Sprünge zur nächstbesseren Waffe sind, glaube ich, geringer. Was ja auch gut ist, weil man dann sich so langsam hocharbeiten kann und so. Das ist ja auch ganz nett. Ach so, okay, die sind mittlerweile in One-Hit. Boah, Wölfe, keine Ahnung. Wieso auch immer die Wölfe und die Scavenger hier einfach so friedlich koexistieren können. Aber ich habe jetzt eigentlich nicht unbedingt vor, jetzt im Wald hier auf Erfahrungspunkte Jagd zu gehen. Sondern eigentlich will ich zum neuen Lager dann steppen langsam. Und ja, die Folge ist ja gleich vorbei. Ich bringe Dexter noch das Rezept. Und dann, ja, dann machen wir uns, glaube ich, auf den Weg mit Mordrag zusammen zum neuen Lager. Kann ja auch nicht schaden. Dann gucken wir uns da nochmal um und dann haben wir auch alle Lager abgeklappert. Dann wird im neuen Lager noch ein bisschen gequestet. Und dann wird langsam der Moment kommen, wo wir uns einem Lager anschließen müssen. Und das, da wissen wir auch schon, welchem Lager. Sehr, sehr schöne, sehr schöne lineare Entwicklung hier. Der Held wird Tag für Tag stärker. Die Story geht gut voran und wir erleben das aus erster Hand. So, ab zu Dexter. Mit Bloodwind habe ich bisher auch noch gar nicht geredet. Aber muss sagen, muss auch nicht unbedingt sein. Dexter. Ich habe das Rezept, das du wolltest. Sehr gute. Zeig her. Immer wieder dieselbe Leier. Gut, jetzt kann ich die Tränke selber herstellen. Bist ein guter Mann. Werde Diego von der Sache erzählen. Hier, nimm das für deine Mühe. Danke, Bro. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Der hat mir, glaube ich, Tränke gegeben, nehme ich jetzt mal an. Ne? So, ich kaufe noch mal ein paar Dietriche. Beziehungsweise ich tausche Dietriche gegen so ein paar Klingen. So. Früher wäre das ganz anders gelaufen.
Okay. Leute. An dieser Stelle beende ich mal die Folge. Ich stelle mich mal hier hin. Ich speichere schon mal durch. So, zack. Zweiten auch nochmal. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir zum neuen Lager gehen werden. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.